Ahoi und herzlich willkommen auf jeden Fall zu einem ganz kurzen Video. Und heute ist das Thema nämlich, wie man seine Omi-Token von dem Layer 1 bzw. von dem Ethereum Layer 1 auf den Layer 2 bei Vivi bekommt. Das ist ja momentan die Problematik, die wir noch nicht haben, aber dann mit Immutable X bzw. mit dem Swap dann auf Ethereum kommen wird. Und hier zeige ich euch einmal ganz kurz, wie das Ganze dann funktionieren wird. Ich hoffe natürlich, dass es dann hier auch keine Veränderungen gibt in dem ganzen Prozess, wie das Ganze jetzt abläuft. Wenn ja, wird es auf jeden Fall dazu noch ein Update geben. Dennoch sollte der Prozess eigentlich so bleiben, wie ich es euch jetzt hier in diesem Video zeige. Als allererstes haben wir hier erstmal unser Web Wallet, was wir sozusagen einmal von Vivi haben. Das braucht ihr einmal. Dort müsst ihr euch einmal anmelden. Dann müsst ihr sozusagen hier einmal diese Schaltfläche einmal offen haben. Das ist auf jeden Fall der erste Step, den ihr an der Stelle machen müsst. Dann als zweiten Step müsst ihr hier einmal eure Exchange aufrufen. Und in dem Fall ist das jetzt hier bei mir Bitforex. Und dann müsst ihr hier oben einmal auf eure Assets gehen. Und dann werden euch hier sozusagen eure Assets einmal angezeigt. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen ausgeblendet, einfach weil ich finde, dass das euch nichts angeht, wie viel Omi-Token ich hier habe. Dennoch werden wir dann hier einmal bei dem Omi-Token auf Rydraw gehen und dann haben wir hier erstmal unsere Sachen, die wir gleich brauchen. Anschließend gehen wir jetzt wieder hier einmal zurück zu unserem Web-Wallet, denn hier brauchen wir nämlich dann bei Omi-Balance einmal bei Send and Receive unsere Omi-Adresse. Diese könnt ihr auch gerne einfach nutzen und mir Omi schenken, wie auch immer. Nein, Spaß beiseite. Diese kopiert ihr euch dann einfach. Und dann holt ihr euch diese Adresse einmal bei Bitforex rein, beziehungsweise bei der Exchange, wo ihr dann seid. Das Ganze ist in dem Fall jetzt auch nicht so viel anders, zum Beispiel bei OKX oder anderen Exchanges, weil eigentlich der Prozess immer derselbe ist. Ihr holt euch eure Adresse von dem Omi Web Wallet und dann kopiert ihr euch die hier einmal rein. So. Diese Adresse haben wir jetzt hier einmal drin und wir müssen jetzt einmal schauen, wir haben jetzt hier einen Minimumbetrag von 5000 Omi, den wir reingeben müssen hier einmal und das machen wir jetzt einfach mal und ich werde das jetzt nicht machen, weil ich meine Omi-Token nicht auf meinem Web-Wallet haben möchte. Dennoch müsst ihr dann einfach hier auf Submit drücken, dann müsst ihr das Ganze nochmal confirmen an der Stelle und dann wird das sozusagen hier einmal bestätigt. Beziehungsweise ihr müsst das Ganze dann einmal mit eurer E-Mail hier einmal verifizieren und dann nochmal mit Google Verification Code einmal machen und dann bekommt ihr eure Omis. Im Endeffekt landen die dann hier einmal bei euch im Wallet, das heißt, die werden dann euch hier angezeigt, das dauert so roundabout immer so 50 bis 60 Minuten und dann habt ihr hier eure Omis auf dem Wallet. Zurücksenden geht eigentlich genau der gleiche Prozess wieder, ihr tragt hier oben dann eure Omi-Adresse ein, das heißt, ihr geht dann hier anstatt auf Withdrawals auf Deposit und dann sucht ihr euch dort erstmal euren Token raus. In dem Fall wollen wir jetzt den Omi-Token und dann haben wir jetzt hier einmal unsere Adresse. Die kopieren wir uns einmal, gehen dann hier wieder in unser Web-Wallet zurück, fügen das Ganze ein und dann machen wir hier sozusagen den Betrag, den wir rübersenden wollen, zum Beispiel 5000 Omi. Dann drückt ihr hier auf Send Omi. Ich kann das Ganze jetzt nicht machen, weil ich natürlich auch keine Omis hier drauf habe. Dennoch, dann müsst ihr das einfach nur mit eurem Code dann bestätigen, den ihr dann per E-Mail bekommt. Und dann könnt ihr sozusagen eure Omis hin und her schieben. Das Ganze sollte eigentlich nicht so viel anders werden, wenn das Ganze dann hier auf Ethereum läuft. Ein einziger Punkt, der sich ändern könnte, sind in dem Fall hier bei den Withdrawals dann die Fees, die sich dann bei Omi dort ändern könnten. Das ist aber dann tatsächlich auch der einzige Punkt momentan. Wie ihr seht, Transaction Fees sind 1,2 Omi. Das ist eigentlich gar nichts. Mit Ethereum wird das dann recht interessant werden, wie viel Ethereum das dann sein werden. Ich hoffe ja mal, dass man hier nicht nochmal extra Ethereum braucht, um sozusagen das Ganze dann umzuschichten. Das werden wir dann aber sehen. Dazu wird es dann nochmal ein Update-Video geben. Beziehungsweise ich werde das ganze Video dann hier auch nochmal ergänzen. Das war es jetzt mit dem ganz kurzen Video hier zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Konnte euch in dem Fall irgendwie weiterhelfen. Für die Leute, die dann noch nicht ganz wissen, wie man seine Omis hin und her schiebt. Das Ganze ist wie gesagt jetzt hier auch erstmal nur noch für die Go-Chain. Für Ethereum wird man dann sehen, ob es dort noch irgendwelche anderen Anpassungen geben wird, was die Übertragung angeht. Ich denke mal aber nicht. Im Prinzip bleibt es das Gleiche. Das Einzige, was sich ändern wird, sind wahrscheinlich die Fees, die dann wahrscheinlich deutlich höher ausfallen werden. Das werden wir dann aber wie gesagt sehen, wenn es soweit ist. Und dann bekommt ihr hier auf jeden Fall die Infos, wenn es dazu irgendetwas Neues gibt. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.